Schönen guten Tag, Leute, wie geht's euch? Hier wieder zu einem neuen Video zu Amazon. Und diesmal geht es um die Frage, wenn du dich anmeldest und deine Karriere startest als Amazon-Verkäufer, willst du das privat machen oder willst du direkt ein Unternehmen gründen und dich als Gewerbetreibender anmelden oder sogar als eine GmbH gründen, eine juristische Person anmelden, was ein bisschen komplizierter ist. Aber eben die Frage, willst du es hier einfach machen oder willst du es direkt zukunftssicher machen? Und die Antwort ist ganz einfach. Meld ein Gewerbe an, auf jeden Fall. Und wenn du nur das gesucht hast, kannst du jetzt das Video wegklicken, weil jetzt hast du die Antwort oder du hörst noch, warum es so ist und kriegst noch ein paar Tipps. Das Ding ist nämlich, in Deutschland und im Ausland ist es genauso, wenn du irgendwas kaufst und es wieder verkaufst, dann hast du vielleicht die Idee, ich möchte einen Gewinn damit machen. Oder du hast was, oder du hast vielleicht Ware gekauft und verkaufst sie auch mit Verlust, weil du sie einfach nur loswerden willst. Das Finanzamt sieht das als Gewerbe an. Auch wenn du es nur einmal machst, sagen die dir, du hast das gekauft mit der Absicht, davon irgendeinen Vorteil zu haben. Und in dem Moment bist du schon Gewerbetreibender, wenn du deinen ersten Verkauf gemacht hast. Und darin liegt das Problem. Amazon weiß das natürlich. Die lassen dich aber als Privatperson anmelden, weil wenn du ab und zu deine persönlichen Sachen wie CDs, Xbox-Spiele hier und da mal verkaufst, sagen die, ja, das ist noch keine große Sache. Und das Finanzamt wird das auch sehen, dass es privat ist und deswegen keine Steuer als Gewerbetreibender verlangen. Was sie theoretisch könnten, es ist tatsächlich so, wenn du es zu häufig machst, dann melden die sich schon. Aber genau deswegen, weil Amazon sich da in der Pflicht sieht, da irgendwie keinen Platz für irgendwelche Zwischenwelten, für so halblegale Sachen zu schaffen, werden die selber aktiv. Und ab einem gewissen Punkt, wenn die sehen, du machst da regelmäßig umsetzt, dann werden die deinen Account einfach sperren und dir die Verkäuferrechte entziehen und sagen so, du musst dich jetzt als Gewerbetreibender anmelden. Das ist, wenn du es bisher privat gemacht hast, vielleicht nicht das Riesenproblem. Du hast vielleicht gerade irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Kleinteile drin, die du anbietest. Und das Schlimmste, was passiert ist, du musst einen neuen Account machen, meldest dich als Unternehmen an und dann musst du alles neu einstellen. Wenn du jetzt aber Amazon FBA machst und das Ganze professionell betreibst, wie wir das hier wollen, ist das schon ein bisschen größeres Problem. Denn das Ziel ist ja mit Amazon FBA, Artikel zu finden, die sich gut verkaufen lassen und die so lange verkaufen und immer für Nachschub sorgen, solange Leute da sind, die das Ganze kaufen. Und deswegen willst du auch erreichen, dass du ganz oben in den Treffern, in der Suche erscheinst. Und das ist das Problem. Wenn dein Account gesperrt wird, verlierst du natürlich die guten Plätze, die du dir über die Jahre aufgebaut hast oder auch Wochen, je nachdem wie schlau du es gemacht hast. Und dann machst du einen neuen Account und fängst komplett von null an. Und das ist sehr schlecht. Das kostet richtig Geld und deswegen möchtest du das nicht. Und du könntest jetzt auch sagen, ja, was ist das Problem? Ich hole mir einen Gewerbeschein und sage Amazon, ich bin jetzt ein Gewerbe und melde mich um. Nein, da kommt das Amazon Computersystem dir in die Quere, das kriegen die nicht hin. Das hört sich eigentlich einfach an, aber es geht aus irgendeinem Grund nicht und das Internet ist voll davon. Wenn du mal googelst, wirst du jede Menge verzweifelte Verkäufer sehen, die in das Problem gerannt sind, dass sie sich angemeldet haben als privater Verkäufer, weil es schneller geht, weil sie motiviert waren und einfach sofort loslegen wollten und dann bam, hat Amazon gesagt, so, der Account ist dicht und du kannst nicht ändern, wir kriegen es nicht hin. Das Computersystem ist so alt und die in Deutschland, habe ich gelesen, haben da gar keine Möglichkeit, das zurückzusetzen. Es gibt irgendeine Abteilung in Amerika, die es kann, aber bis du die erreicht hast, kann es sein, dass dort Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr vergeht und in die Gefahr willst du nicht laufen. Deswegen, Gewerbeschein schnell angemeldet. Und dann weißt du, du bist auch auf der sicheren Seite, wenn dich jemand kontrolliert, kannst du zeigen, hier, ich bin offizielles Gewerbe. Oder natürlich, ja, wenn dein Amazon-Shop so richtig abhebt, dann weißt du, okay, da wollte ich sowieso hin
und kannst sagen, ich bin für die Zukunft gerüstet. Für den Fall, dass du in der Zukunft siehst, da ich möchte doch kein Gewerbe treiben, die Amazon-Sache ist zu hart für mich, ich kann mit dem Geld nicht umgehen, dann kannst du es auch immer abmelden. Das ist kein großes Ding, das ist schnell gemacht. Mit einem Gang zum Amt und mit einem Gang zum Amt ist es wieder abgemeldet. Deswegen sorg lieber vorher vor, meld ein Gewerbe an und melde dich bei Amazon als Gewerbetreibende an. Hier im Anschluss werde ich gleich ein neues Video aufnehmen, wo ich zeige, wie du dich bei Amazon anmeldest. Schritt für Schritt. Und wenn du das nicht verpassen willst, klick am besten auf Abonnieren und danach auf das Glockensymbol, denn dann bekommst du von YouTube jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video rauflade und du bist der Erste, der es sieht. Also abonniere und hinterlass mir einen Kommentar, falls du noch irgendwas wissen willst, wenn du sagst, ich möchte ein Video genau darüber. Ich lese mir durch und werde dir ein Video liefern. Vielen Dank fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal.